Biologiehund. Hallo Leute! Oh Mann, ist das spannend. Ich bin heute auf einer richtigen Ausgrabungsstätte unterwegs. Ich bin aber nicht allein. Ich habe den Flint, einen echten Archäologiehund, dabei. Ja, der hilft nämlich Archäologen dabei, alte Schätze zu finden. Das sind aber nicht etwa Goldmünzen, sondern sehr, sehr alte Knochen. Menschliche Knochen. Das klingt doch ziemlich cool, oder? Ich darf Flint heute auf seinem Einsatz begleiten, aber vorher gibt's noch die Quizfrage. Flints Suchkommando lautet Antwort A, Indiana Jones, oder Antwort B, Bones. Die richtige Auflösung gibt's wie immer am Ende der Sendung, aber jetzt erfahrt ihr erstmal alles über Flint. Flint ist ein altdeutscher Hütehund. Diese Hunderasse kann sehr unterschiedlich aussehen. Es gibt sie in allen erdenklichen Farben, mal mit glattem, mal mit wuscheligem Fell wie bei Flint. Als Archäologiehund leistet er etwas ganz Besonderes, das bisher kein anderer Hund in Europa kann. Zusammen mit seinem Herrchen Dietmar findet er mittelalterliche und antike Grabesstätten. In bis zu 14 Metern Tiefe kann Flint 1000 Jahre alte Knochen aufspüren. Mit dieser speziellen Fähigkeit helfen Dietmar und Flint sogar der Polizei, um alte Mordfälle aufzuklären. Na, ihr zwei? Alles Paletti? Ich treffe Flint und Dietmar bei einem Spaziergang. Sehr gut. Jetzt musst du mir als allererstes mal verraten, Dietmar. Flint ist ja schon ein ungewöhnlicher Name. Wie bist du denn da drauf gekommen? Ja, das ist Flint ist die Abkürzung von Flintstone. Und Flintstone ist ein Feuerstein, woraus so man Klingen gemacht hat. Und der ist so braun, grau, weiß, grau. Und dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, naja, der sieht aus wie ein Feuerstein, wie so ein Flintstone. Und seitdem heißt er Flintstone. Ah, coole Idee. Also Flintstone ist das englische Wort für Feuerstein. Ja. Ah, okay, verstehe. Aber Flint ist dann die Abkürzung. Flint ist die Abkürzung. Sagst nur Flint. Ja. Man weiß ja, dass Hunde so einiges leisten können. Also es gibt Rettungshunde, Lawinenhunde, es gibt Polizeihunde. Aber von einem Hund, der menschliche Knochen findet, habe ich tatsächlich noch nie gehört. Wie bist du denn da drauf gekommen? Ja, da war ich in Italien bei einer Etrusker-Ausgrabung. Das ist ein Volk, was da mal gelebt hat. Du bist ja Archäologe. Ja, genau. Und dann hat mich der Grabungsleiter dort begrüßt und hat dann gesagt, na, lässt du deinen Hund schon die Knochen suchen? Das passt ja, Hund und Knochen zusammen. So, und dann habe ich überlegt, ja, das wäre ja eigentlich wirklich richtig gut, wenn es einen Hund geben würde, der die Knochen riechen kann. Aber wie bringt man einem Hund bei, Knochen zu suchen? Wir haben die Trainingsgruppe gerade da, die trainieren mit drei verschiedenen Hunden. Das könnte ich dir zeigen, wenn du magst. Ja, perfekt, dann starte ich heute auch mein Training. So, Anna, da sind sie schon. Hallo. Das ist die Anna. Und das ist die Tine mit ihrem Hund Louis. Das ist die Kat mit der Gazella, die ist seit gut einem Jahr dabei. Und dann haben wir die Jessica mit ihrem Don. Die ist ganz frisch angefangen. Mir fällt natürlich auf den ersten Blick auf, dass das jetzt ganz unterschiedliche Rassen sind. Kann denn jede Hunderasse ein Archäologiehund werden? Ja, jeder Hund, der normal riechen kann und der sich motivieren lässt zum Arbeiten. Ja, cool. Ich bin sicher, wir werden heute auch noch einiges lernen. Mit wem starten wir denn? Wir starten mit Jessica und dem Don. Und da zeige ich dir jetzt die ersten Schritte, wie das Training losgeht. Perfekt. Flint, du hast dann erstmal Pause. Du hast Pause. Mit Hütchen markieren wir erst einmal zwei quadratische Flächen auf der Wiese. So, jetzt haben wir zwei Quadrate und jetzt legen wir in jeden Quadrat ein T. Moment, wieso T? Ich dachte, die sollen Knochen suchen. Ja, aber die Anfängerhunde fangen mit T an, damit wir die ganzen Fehler und so, die wir machen können bei der Ausbildung, nicht mit dem Knochen machen, sondern das machen wir mit dem T. Und wenn der alles kann, wenn der den T überall findet, immer alles findet, dann tauschen wir den nur noch gegen einen Knochen aus. Das lernt der Hund dann ganz schnell. Okay, ich glaube, du musst es mir einfach mal zeigen. Jessica trainiert jeden Tag zu Hause mit Don. Dabei muss sie immer die gleiche Teesorte verwenden. So, das ist der Tee vom Don. Wenn Darf ich mal riechen? Ja, ich rieche definitiv was, riecht gut. Aber wenn der jetzt natürlich hier auf dem Boden liegt, dann kann ich nichts mehr riechen. Ja. So gut ist meine Nase nicht, obwohl sie ziemlich gut ist. Aber Hunde riechen natürlich auch um ein Vielfaches besser als Menschen. Also wir legen den Tee jetzt in ein Viereck rein. Gut. Pass auf. Einen legen wir hier rein. So. Und einen legen wir in das Viereck. So. Und die Hütchen sind jetzt sozusagen nur für uns, damit wir wissen, hier ist der Hund in der Nähe von dem Tee. Genau. Der Tee riecht ja jetzt. Und damit wir ganz sicher sind,
dass der Hund den Tee in der Nase hat, wenn wir ihn belohnen, haben wir das Viereck gemacht. Das ist für die Menschen. Sobald der Hund ins Viereck kommt und du belohnst ihn, dann wird er irgendwann merken, aha, immer wenn ich belohnt werde, ist dieser Geruch da. Und er kann das verknüpfen und weiß, wenn ich das rieche, ist das was Gutes, dann werde ich belohnt. Genau. Okay, schau, jetzt kommt sie mit dem Don in das Viereck. Und wir wissen ja, dass in dem Viereck ist schon Geruch. Also deshalb lobt sie ihn schon. Aber das Leckerchen gibt sie ihm jetzt direkt am Teebeutel. Mhm. Weil dann riecht er ganz intensiv und weiß irgendwann, ah, immer wenn dieser Geruch da ist, kriege ich das Leckerchen. Das Gleiche macht Jessica mit Don im zweiten Viereck nochmal. Schau mal. Jetzt reagiert er schon auf den Teebeutel. Jetzt geht er schon hin und schnüffelt. Und er hält die Nase an den Teebeutel. Das heißt, da fängt jetzt die Verknüpfung schon an. Aha, da muss ich eigentlich hin, damit ich mein Leckerchen kriege. Die Nase von Don besitzt wahre Superkräfte. So können Hunde schätzungsweise 1 Million verschiedene Gerüche unterscheiden. Wir Menschen dagegen nur etwa 10.000. Schon von außen ist die Hundenase speziell auf das Schnüffeln ausgerichtet. In der Mitte ist eine runde Öffnung, an der Seite sind Schlitze. So kann der Hund über die Innenseite frische Schnupperluft aufnehmen und an den Seiten wieder ausatmen, ohne ankommende Gerüche zu verwehen. Mit kurzen Atemzügen kann er das bis zu 300 Mal in der Minute. Also das hat der Don super gemacht, aber das ist ja jetzt noch ein sehr weiter Weg von ich werde belohnt, weil ich in der Nähe von einem Teebeutel bin, zu ich muss eigenständig einen Knochen unter der Erde finden. Ja, das ist noch ein weiter Weg. Der nächste Schritt wäre jetzt, wenn das mit dem Teebeutel sitzt, dass wir den Teebeutel gegen Knochen tauschen. Und dann ist der nächste Schritt, dass wir das Viereck auflösen. Wir lassen einfach irgendwo einen Knochen fallen. Und das zeige ich dir jetzt mal mit der Gazella. Perfekt. Gut, dann brauche ich mal den Knochen. Das ist einer der Knochen, nach dem die Gazella sucht. Das ist ein Oberschenkelknochen einer Römerin. Ja, die Gazella scheint schon was in der Nase zu haben. Die schaut hier immer schon so interessiert rüber. Dann geh du zur Gazella und ich verstecke den, weil das darfst du ja nicht sehen. Und dann versuchst du mal zu finden. Ach, ich darf das dann machen. Ja. Cool. Ja, dann los. Ich zähle bis 30. 1, 2, 3. Hier verstecken wir den jetzt mal. Hier unten drin. So. 27, 28, 29, 30, wir kommen. Jetzt muss ich nur noch Gazellas spezielles Suchwort sagen. Römer. Die ist aber fix unterwegs. Ja, sag doch mal. Als Belohnung bekommt Gazella ihr Lieblingsspielzeug. Wow, super Gazella. Wahnsinn, wie schnell das ging. War gar nicht so einfach, da Schritt zu halten. Und sie ist happy, weil sie ihr Spielzeug hat. Das war toll. Hallo Anna, ja super war das. Das super. Hat Gazella echt prima gemacht. Aber mir ist aufgefallen, die hat den Knochen gar nicht aufgenommen. Ist das so beabsichtigt oder sollte die eigentlich, die muss ja den Knochen auch ausbuddeln oder nicht? Nein, das darf sie gar nicht. Sondern sie soll uns ja nur anzeigen auf dem Ausgrabungsfeld, wo in der Erde ein Knochen ist. Und das Ausgraben machen dann die Archäologen. Und wie genau die arbeiten, kann ich mir jetzt anschauen. Dietmar und Flintstone wurden zu einer Ausgrabungsstätte gerufen und ich darf mitkommen. Die Archäologen graben hier eine über 2000 Jahre alte Siedlung aus. Was sie entdecken, nutzen sie, um das Leben und die Kultur vergangener Völker zu erforschen. Hallo Flint. Hallo Flintchen. Die Anna sucht mit dir. Die Anna versucht mit dir, die Knochen zu finden. Oh je, hoffentlich also, wird das was. Genau. Wie machen wir ihn denn arbeitsfertig? Als erstes fangen wir mit dir an und du bekommst jetzt mal die Weste. Wenn du die Weste anhast, weiß der Flint, jetzt wird gearbeitet. So, und hinten steht drauf Archäologiehund. Das heißt, wenn uns irgendeiner sieht, dann weiß der, dass wir die Erlaubnis haben, hier suchen zu dürfen. Wir sind ja keine Graubgräber. Okay, dann schau dir das gut an, Flint, lese es dir durch. Archäologiehund, ich bin heute dein Partner. Damit auch Flint weiß, dass er jetzt im Einsatz ist, zieht Dietmar ihm sein Suchgeschirr an. Dazu kommt eine lange Leine. An dem Geschirr ist eine Glocke. Die sorgt dafür, dass Flint auch bei längeren Suchen motiviert ist. Und jetzt brauche ich nur noch Flints Suchkommando. Sein Signal ist Bones. Ah, das englische Wort für Knochen. Genau. Das macht natürlich Sinn. Genau.
Bones. Aha, er geht gleich mal dahin, wo schon was gegraben wurde. Ja. Aber sag mal, der könnte ja jetzt auch tierische Knochen finden, oder nicht? Woher weiß der jetzt, dass es ein Menschenknochen ist und kein tierischer Knochen? Weil der Menschenknochen riecht anders als der tierische Knochen. Da sind ja Bakterien an den Knochen. Mhm. Und die haben einen Stoffwechsel, also Ausscheidungen. Also eigentlich riecht der Bakterienkacke. Ach so. Und weiter geht's. Flint weiß genau, wo er hin will. Du siehst, er ist ein alter Hase. Er ist jetzt vom Geruch her einmal übers gesamte Ausgrabungsfeld hier gegangen. Ja, und hat uns jetzt hier nichts angezeigt. Wie hoch ist denn seine Trefferquote? Also der hat über 90% Trefferquote, der Flint. Flint ist sich dieses Mal schon sehr sicher, dass hier keine Knochen sind. Um das zu kontrollieren, machen wir noch einen zweiten Suchlauf an der kurzen Leine. Nee, also er hat gar nichts in der Nase hier. Gar nichts in der Nase. Da hat er auch noch mal, glaube ich, gegraben. Flint, komm noch mal hierher. Hier schon mal, da hat er gegraben. Bones. Nö, schade. Ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, dass wir nichts finden. Ja. Aber es ist ja auch ein Ergebnis. Ja, und sogar ein sehr wichtiges, weil die Archäologen wollten ja sicher gehen, dass sie wirklich nichts übersehen haben. Das heißt, das Ergebnis ist jetzt eigentlich das gute Ergebnis. Für die Archäologen, aber nicht für mich. Aber wenn du magst, zeige ich dir ein paar der Knochen, die er gefunden hat. Ja, unbedingt. Komm, das machen wir. Das machen wir. Komm, Flint. Die Nasenarbeit ist für Flint so anstrengend, wie wenn ich einen Marathon laufen würde. Deswegen ist er nach so einem Einsatz auch ganz schön geschafft. Ja, schau. Wow, finde ich schon echt beeindruckend und erstaunlich. Das hat uns die Wissenschaft zur Verfügung gestellt, weil wir ja welche brauchen zum Üben. Schau, das ist ein Oberschenkelknochen. Ja, also da habt ihr ja volle Arbeit geleistet, dass die gefunden worden sind. Aber auch da, der Flint hat angezeigt, dass da welche sind, aber ausgegraben habt ihr sie dann nicht selber. Nein, genau. Das machen dann die Archäologen, die hier graben. So, und jetzt kommen wir aber wirklich zu meiner allerletzten Frage. Die Quizfrage müssen wir noch auflösen. Ich bin mir sicher, ihr könnt sie auch beantworten, wenn ihr gut aufgepasst habt. Aber sicherheitshalber hilft uns da der Flint nochmal. Flints Suchkommando lautet Antwort A, Indiana Jones, oder Antwort B, Bones. Na, ich darf das gar nicht zu laut sagen, weil sonst will der Flint hier gleich wieder mit dem Suchen anfangen. Ja, wobei er hat ja schon sein Privatgeschirr an und nicht mehr seinen Suchoverall. Oh ja, das heißt, er weiß. Zieh mich auch mal wieder privat an. Ja, genau, genau. Dankeschön. Ja, also Flint, was ist die Antwort? Ja, genau. Antwort B. Bones ist richtig. Also das hat er wirklich super gemacht. Vielen, vielen Dank, Dietmar. Du hast es auch super gemacht. Gerne, danke schön, dass du mit dem Flint gesucht hast. Du kannst mit ihm noch ein bisschen kuscheln und ich pack schon mal zusammen. Na, das ist doch meine liebste Aufgabe. Also Leute, ich bin echt beeindruckt, was so ein feines Hundenäschen alles leisten kann. Und ich finde es ganz toll, wie Mensch und Hund zusammenarbeiten. Da gehört echt jede Menge Vertrauen, Training und, naja, wir können es nicht leugnen, auch ein paar Leckerlis dazu. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Servus!